Wisst ihr eigentlich, dass der kleine Kobold Pumuckl euch etwas abgeguckt hat? Etwas, das ihr alle gern tut, wenn auch eure Mütter nicht gerade begeistert davon sind. In Regenpfützen steigen. Dieser Spaß hat nur leider einen Haken. Man kann nasse Füße davon bekommen und das hinwiederum kann recht unbekömmlich sein. Das weiß jeder, der schon einmal einen Schnupfen gehabt hat. Aber der Kobold weiß nicht einmal, was ein Schnupfen ist. Und so ist dann diese Geschichte geschehen. Es war also an einem regnerischen Herbsttag. Der Meister Eder arbeitete in seiner Werkstatt und war etwas missmutig, weil es überhaupt nicht richtig Tag werden wollte. Ganz im Gegensatz zum Pumuckl, der gerne den Regentropfen zuguckt, wenn sie an Fensterscheiben herunterrinnen oder von den Bäumen tropfen. Und wie immer, wenn dem Kobold etwas gefällt, fing er zu dichten an. Überall Wasser, überall nasser, schrecklich viel Spesser. Überall Nässe, schrecklich viel Spesse. Also besonders spaßig finde ich so ein Wetter nicht. Aber das Gedicht, vielleicht solltest du mal richtig in eine Pfütze steigen und unter drin herum. Nein, danke. Und, aber viele Menschen steigen nämlich in Pfützen, allerdings mehr die kleineren Menschen. Ja, Kinder vielleicht. Nein, also nicht nur Kinder. Ich möchte mich auch mal in eine Pfütze steigen. Ach, woher? Schließlich bin ich ein Nachfahre von den Klabautermännern, die immer auf dem Meer gelebt haben. Ja, und darum liebe ich Pfützen, glaube ich. Aber Pumuckl. Wenn man Pfützen liebt, muss man hineinsteigen. Altes Koboldsgesetz. Mhm. Und dann wirst du pitschnass und schon kriegst du einen Schnupfen. Regenpfützengesetz. Hast du schon mal etwas Unsichtbares gesehen, das nass wird? Nein, aber... Ja, dann kriege ich auch keinen Schnupfen. Was ist das eigentlich, ein Schnupfen? Was Scheußliches. Scheußliches. Man muss niesen und die Nase fängt zu laufen an. Nein. Die Nase kann ja gar nicht laufen. Doch. Die ist doch festgewachsen. Schau mal, wie fest die hingewachsen ist. Schon, aber das nützt doch gar nichts. Die läuft trotzdem. Nein, das ist nicht wahr. Ich hätte doch sonst schon irgendwo eine Nase spazieren laufen sehen müssen. Es gehen ja schließlich sehr viele Kinder in das Wasser hinein. Also ich rate dir gut, wenn ich sage, steig nicht rein. Spazieren. Mag ja sein, dass es dir nichts macht, wenn du unsichtbar bist. Aber es könnte ja sein, dass ich gerade hinschaue, wenn du reinsteigst. Und dann bist du sichtbar. Und dann kann dir alles passieren, was einem Menschen auch passiert. Auch ein Schnupfen. Ja. Und gerade da draußen vor deinem Fenster, da sind die schönsten Wasserpfützen, die es überhaupt gibt. Ja, leider. Und da liegt auch Holz herum. Ja. Da kann man sich drauf rumschwimmen lassen. Also doch, und so kleine Steine, die kann ich hineinwerfen. So plutsch, 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 plutsch. Ja. Und sowas. Alles. Und da darfst du eben dann nicht hinschauen. Ich kann mir doch nicht die Augen verbinden. Warum nicht? Aber wenn es schon unbedingt sein muss, Pumuckl. Ja. Dann such dir von mir aus eine Pfütze in einem anderen Hof. Appetitlich ist sowas nicht. Pfützen sind immer voller Schmutz. Nein, sonst hießen sie ja Schmutzen. Nein, sie sind immer voller Wasser. Und Wasser macht immer alles sauber, sogar den Hals manchmal. Also, wenn man dein Glück davon abhängt, dann steig rein. Aber unsichtbar, bitte. Ja, ganz unsichtbar. Und du wirst sehen, meine Nase, die bleibt, wo sie ist. Ui, das wird ein Spaß. Also, auf Wiedersehen, Hui, Der Pumuckl ist also losgesaust. Und weil er ganz sicher sein wollte, dass der Meister Eder ihn nicht sehen konnte, lief er nicht nur in den nächsten Hof, sondern in den überübernächsten. Dort war eine wunderschöne große Pfütze. Der Kobold sprang und planschte darin herum und warf Steine hinein. Wenn ein Mensch einen Blick auf die Pfütze geworfen hätte, dann wäre er sehr verwundert gewesen, was sich da alles auf geheimnisvolle Weise bewegte. Aber es warf niemand einen Blick darauf. So wäre alles gut gegangen, wenn nicht Meister Eder einen reparierten Stuhl hätte liefern müssen und wenn dieser Stuhl nicht ausgerechnet in jenes Haus gehört hätte, dessen Eingang im Hof neben Pumuckls Pfütze lag. Während der Schreinermeister es auf dem Weg dorthin sorgsam vermieden hatte, in irgendwelche Häuserwinkel oder Höfe zu schauen, in denen Wasserlachen stehen konnten, ging er in diesen Hof, ohne an den Pumuckl zu denken. Und jetzt nützte auch das Wegschauen nichts mehr. Der Pumuckl wurde sichtbar und damit pitschnass, denn er stand gerade mitten in der Pfütze. Pumuckl, da bist du ja.
Das ist ja, ganz nass, das Wasser. Und kalt. Ja? Von oben bis unten nass und kalt. Dummes Wasser, dummes Wasser. Ja, wie kann ich denn ahnen, dass du ausgerechnet da bist? Du lieber Himmel, wie siehst du jetzt aus? Von oben bis unten tropfnass. Ja, und tropfkalt. Aber lustig. Lustig ist es schon. Kalt, aber lustig. Überall nass, überall tropfen. Schau mal, wie das platscht. Aber hör doch auf. Ist das lustig, ha? Jetzt hör auf. Sichtbar ist es ja noch viel lustiger als unsichtbar. Platsch, 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 platsch. Jetzt setzt er sich gleich ganz rein. Bei der Kälte. Du bist wohl verrückt. Ich bring dich ja nie mehr sauber. Kalt, auf der Stelle gehst du jetzt heim und ziehst alles auf und setzt dich ganz nah an den Ofen. Am besten, du legst dich gleich ins Bett, bis ich wiederkomme. Nein, wo es doch jetzt gerade so schön ist. Wenn ich dir sage, dass du jetzt auf der Stelle nach Hause gehst und sofort. Nein. Oje. Ich will nach Hause. Ausgerechnet, jetzt kommt die Frau Berger. Du gehst jetzt heim, auch wenn du jetzt unsichtbar bist, verstanden? Nein. Weiter kam der Meister Eder nicht, denn Frau Berger war die Frau, der er den Stuhl bringen wollte. Und sie begrüßte Herrn Eder freudig, denn sie war froh, das Möbelstück endlich zu bekommen. Der Schreinermeister warf noch einen Blick auf die Regenpfütze, was Frau Berger nicht weiter beachtete. Der Pumuckl aber ging nicht gleich nach Hause, obwohl es ihn tüchtig fror. Und als er sich dann doch endlich dazu bequemte, fiel es ihm zu Hause nicht ein, sich auszuziehen. Er griff sich nur an die Nase und stellte beruhigt fest, dass sie offenbar keine Anstalten traf, davonzulaufen. Und so ist es gekommen, wie es kommen musste. Am nächsten Tag hatte er Halsweh und musste ständig niesen, und Fieber hatte er natürlich auch. So ist recht. Oh, mein Kopf. Oh, aha, da Kopf. Haben wir schon. Hab ich's nicht gesagt. Oh, mein Kopf ist wie ein Kasten so groß und mein Hals ist ganz eng und kratzt und... Das geht mir gerade noch ab, dass du krank wirst. Zeig mal deine Zunge her. Nein. Meine Zunge, das ist das Einzige in meinem Kopf, das mir nicht wehtut. Du musst da und unter den Haaren musst du nachschauen. Zeig mal deine Zunge her, sag ich. Wenn die doch nicht wehtut, ist Zunge. Aber belegt ist. Belegt? Ja. Meine arme Zunge, wer hat da was draufgelegt? Ich spüre nichts, aber du musst hier unbedingt mehr einheizen. Ja, freilich. Mich friert's nämlich. Das ist Fieber. Aber da herinnen ist es doch warm genug. Nein, hier drinnen ist es kalt zu viel. Du gehst jetzt sofort ins Bett. Los ins Bett. Aber was soll ich denn im Bett? Es ist mir langweilig im Bett. Ich will nicht ins Bett. Eigentlich sollte man ja jetzt das Fieber messen. Was? Aber das Fieberthermometer ist ja fast so groß wie der ganze kleine Kerl. Was? Deine Augen glänzen richtig. Fiebrig. Fiebrig. Augen fiebrig, Nase hiebrig. Ja, was mache ich denn? Was soll ich denn da tun? Halt! Ich habe ja Tabletten gegen Grippe da. Die wacht. Du musst jetzt eine Tablette essen und dann gleich ins Bett. Ich kann doch nicht ein ganzes Tablett essen. Ein Tablett ist aus Holz und ist ja viel zu groß. Unsinn. Da schau her, da ist sie. Das ist was Gutes. Nein. Also willst du jetzt folgen zum Kuckuck? Da gleich schlucken und das Wasser nachtrinken. Also da, nimm, komm. Ja, schon, aber... So. Na geht's? Scheußlich! Du sollst doch nicht beißen! Scheußlich! Jetzt hat es wieder rausgespuckt. Du wirst schrecklich krank, wenn du das nicht isst. Und noch schrecklicher. Wart, pass auf. Wir lesen es jetzt im Wasser auf, dann geht's besser. Du kriegst hinterdrein ein Stückel Schokolade, wenn du das schön schluckst. Ich hab aber gar keinen Appetit auf Schokolade. Dann nimm's nur. Ich will überhaupt nie mehr wieder etwas essen. Und ich will auch das Zeug nicht trinken. Das ist mir innerlich ganz so dumm ist, oje, dass wir hier drin... Oje, da kann ja eine Lungenentzündung und alles Mögliche rauskommen. Und nicht mal einen Arzt kann man holen, weil der dich ja nicht sehen kann. Und was man nicht sieht, das kann man ja auch nicht behandeln. Was mache ich denn nur, wenn das was Schlimmes wird? Ja, das ist schon etwas Schlimmes. Ah, dann geh jetzt sofort ins Bett, das ist das Wichtigste. Ich will aber nicht ins Bett. Ob willst du oder nicht, du gehst. Sonst wird ja alles so schlimm, dass das... Schau, wie deine Nase schon läuft. Nein, das darfst du nicht. Nein, ich gehe lieber wieder ins Bett.
Es ist so kalt. Es ist so kalt. Ja, ja. Ich gehe schon ins Bett. Ja, so ist es recht. Das ist ja ein richtiger Schüttelfrost, was du hast. Ja, wenn man dich messen könnte, hättest du bestimmt 40 Grad Fieber. Ja, viel mehr, mindestens 34 Grad. Ja, was machen wir jetzt mit den Tabletten? Also magst du es gar nicht schlucken? Hm? Nein. Ich weiß ja auch nicht recht, was für ein Quantum. Aber vielleicht ist ganz gut, dass du es ausgespuckt hast. Das war eine gute Idee Halt, von mir. Halt, jetzt habe ich eine Idee. Du hast auch eine Idee. Ja, wenn dich der Arzt schon nicht sehen kann, dann braucht er dich auch nicht sehen. Das geht doch genauso gut telefonisch. Wenn ich anrufe, kann ich ja alles schildern. Ja, das mache ich. Der Dr. Schredelbach ist doch ein alter Kunde von mir. Den rufe ich an. Ja, ach, Schredelbach. Ach. Komm, sei ruhig. Schredel. Sei doch ruhig. Du machst mir richtig Angst. Warte, ich hab die Nummer schon. Also, 3, 7, 9. Ach, Schredel. Hier, Dr. Schredelbach. Ja, hier ist Eder. Grüß Gott, Herr Doktor. Ja, Herr Eder. Na, was gibt's? Herr Doktor, ich hätte bloß eine Frage. Was tut man denn, wenn man ganz hohes Fieber hat und Schüttelfrost und keinen Appetit? Tja, Herr Eder. Es gehen viele sehr ernsthafte Krankheiten so an. Ja, das ist ja auch meine Sorge. Also ich glaube zwar, dass es bloß eine Erkältung ist, aber wenn eine Lungenentzündung dabei rauskommt, dann... Also vor allem sofort ins Bett. Liegen Sie schon? Ich? Nein. Aber das ist doch das Wichtigste. Ja, das sage ich ja auch. Dann komme ich gleich nach meiner Sprechstunde mal vorbei. Nein, das braucht's nicht. Das ist wirklich nicht nötig. Aber ich muss sie mir doch anschauen. Nein, wissen Sie... Da sehen Sie nämlich überhaupt nichts. Oh, doch, Herr Eder. Wie viel haben Sie denn Temperatur? Das weiß ich nicht. Ja, dann sofort Fieber messen. Aber wenn das doch nicht geht... Warum denn nicht? Haben Sie gern Fieberthermometer? Doch, aber das ist ja viel zu groß. Zu groß? Das gibt's doch nicht. Doch, glauben Sie es mir, das gibt's. Es gibt mehr Sachen, die es eigentlich nicht gibt. Wie soll ich doch gleich sagen... Sie werden bloß lachen, wenn ich Ihnen das sage. Herr Eder, ich glaube, Sie fantasieren schon. Fantasieren? Ja, geben Sie Acht. Bis ich komme, machen Sie einen kühlen Wadenwickel. Das zieht die Hitze aus dem Kopf und erleichtert. Wadenwickel? Ja, das ist eine Idee. Nicht wahr? Das kann überhaupt nicht schaden. Ah. Das kann man sogar ganz, ganz kleinen Leuten geben. Ja, sogar Säuglingen. Ja, er ist zwar noch kleiner, aber das ist ja wurscht. Moment, ich verstehe nicht. Wer ist noch kleiner als ein Säugling? Der Pum... Ja, ganz klein bin ich. Ich komme sofort, Hede. Ich bin gleich drüben. Nein, nicht. Das hat doch keinen Sinn, das... Jetzt hat er schon eingehängt. Was mache ich denn jetzt bloß, wenn er kommt? Ist ja egal. Pumuckl! Ja? Wadenwickel werden gemacht. Pass auf, da habe ich ein sauberes Taschentuch. Das schneide ich so klein zusammen, dass man es um deine Waden wickeln kann. So, und jetzt feucht machen und jetzt... Daher, Pumuckl. Nein. Au, lass mich. Ich will keinen Wadenwickel. Ich bin so gesund. Lass mich aus. Nein, ich lass nicht aus. Und wenn ich dich festbinden muss. Also rein mit dir ins Bett. Das ist das Wichtigste, hat der Doktor gesagt. Oh, ganz heiß bist du wie eine glühende Kohle. So, jetzt her mit dem einen Fuß. Ich stampel, ich beiß, ich kratze. Willst du dich jetzt gleich stillhalten? Zum Donnerwetter, ich bring doch den Wickel sonst nicht rum. Es ist kalt, es ist scheußlich. Es ist so kalt wie eine Lasserbache. Wasserlacke. Himmel, was mache ich denn bloß? Ich hab doch nicht drei Hände. Eine zum Festhalten und zwei zum Wickeln. Ich will nicht. Da gibt's nur eines. Jetzt bind ich dich in das Bett. Nein, jawohl. Nein. Da hinein mit dir und die Decke drüber und deine Schnur um das Ganze rum. Um ein Paket. Nur der Kopfschatten krass. So. Ich kann mich ja nicht mehr rühren. Ja, oh doch, aber raus kannst du nicht mehr, weil ich gleich 20 Mal die Schnur rumwickel, kreuz und quer. So, jetzt wollen wir doch sehen, ob du im Bett bleibst oder nicht. Und die Wadenwickel machen wir dann, wenn dir richtig warm geworden ist. So, Herr Eder, da bin ich. Was, Sie sind nicht im Bett? Aber sofort, was machen Sie denn da? Ich wickel bloß was ein. Das ist ja ein reizendes Puppenbettchen. Aber warum wickeln Sie nur da 20 Mal die Schnur rum? Weil er sonst nicht drin bleibt. Wer? Na ja, wenn Sie es schon wissen wollen, der Patient. Der Patient? Na, ich sehe keinen Patienten da drin. Ja, das glaube ich schon, dass Sie nicht sehen. Das habe ich Ihnen doch gleich gesagt. Den sehe bloß ich. Herr Eder,
Sie müssen jetzt betten. Kommen Sie. Nein, mir fehlt doch gar nichts. Dem fehlt doch was. Ja. Ich verstehe schon. Das Bettchen nehmen wir mit und dann gehen wir schön zusammen in Ihr Schlafzimmer. Ja, schon. Aber glauben Sie mir doch... Ja, ich glaube Ihnen ja alles. Ja, und... Manchmal hat man so Vorstellungen, nicht wahr? Ja. Kommen Sie. Ich habe das Bettchen schon. Kommen Sie nur mit. Nicht. Sie machen ja die Schnur locker. Da kommt uns doch wieder aus. Ach, darf ich nicht wenigstens unter die kleine Decke schauen? Nein. Oh, jetzt ist er bestimmt rausgehüpft. Ja, also rausgehüpft ist er. Nun kommen Sie mal jetzt in der Schlafzimmer. Nein. So, und nun wollen wir Sie mal erst ins Bett legen. Nicht? Ich habe Ihnen ja gesagt, Herr Doktor, mir fehlt nichts. So, dann bin ich aber froh, dass ich Sie jetzt ins Bett gebracht habe. Ja. Aber Herr Doktor, mir fehlt doch nichts. Ja, es handelt sich bei Ihnen auch gar nicht um eine fiebrige Sache. Ihre Temperatur ist ganz normal. Ja, das glaube ich. Sie sind nur ein bisschen... Was? Naja, wie soll ich sagen? In einem Erregungszustand. Aber das kriegen wir gleich wieder hin. Ich gebe Ihnen eine kleine Beruhigungsspritze. Nein. Ja, doch. Sie werden daraufhin ein wenig schlafen. Ja, zum Schlafen habe ich doch überhaupt gar keine Zeit. Nur ruhig bleiben. Schauen Sie. Das kleine Puppenbett, das steht ja da. Das nützt doch nichts mehr. Der ist doch längst draußen und holt sich den Tod. Nein. Glauben Sie das nicht. Ich weiß es aber. Ja, pssst. Geben Sie mir jetzt mal Ihren Arm. Nein. So. Seien Sie doch vernünftig. Sie wollen doch nicht, dass ich Sie festbinde, oder? Mich? Ja, festbinden. Sie. Wenn Sie mir Ihren Arm nicht geben. Von mir aus. Da haben Sie meinen Arm. So ist recht. Jetzt werden wir gleich schlafen. Ah, diese Spritze weg. Wunder. Oh. Glauben Sie mir. Ich schaue dann wieder vorbei. Sie sind vernünftig, oder? Muss ich jemanden schicken? Ich bin vernünftig, Herr Doktor. Ist schon alles gut. Die Spritze wirkt offenbar erstaunlich schnell bei Ihnen. Also, bis später. Von mir aus, bis später. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Zum Kuckuck. Jetzt werde ich von der Spritze schon so müde. Pumuckl. Da sitzt er ja am Boden. Ganz käseweiß. Die Geschichte wäre ja so lustig. So lustig, wenn mir nicht so schlecht wäre. Und ich täte dich ja so verhauen, wenn ich nicht so müde wäre. Mein Herz klopft so schnell. Klopf. Ja, und das meine so langsam. Ich würde ja ins Bett gehen, sogar gern, aber ich komme nicht mehr auf das Nachtkästchen rauf zu meinem Bett. Oh, so schlecht. Du willst wirklich brav ins Bett? Ja, wenn du mir hilfst. Ja. Ich will alles tun, Tablette essen und baden, wickeln. So ist recht. Wenn mir nur wieder besser wird. Ah, das kommt davon. Ja, das kommt davon. Aber wart, das nasse Tügel habe ich noch da und die Tabletten auch. Ja. Komm. Ja. Ah, mir ist ganz schwindelig, aber das bringen wir schon noch hin. Schön schlucken die Tablette, so. Also. So, und jetzt die Wickel. Ist das scheußlich. So, und jetzt fest zudecken. Damit ich nicht friere. Ich steige nie mehr in eine Regenpfütze. Dann ist ja alles gut. Und jetzt schlafen wir. Alle zwei. Schlafen wir. Am nächsten Tag waren beide recht wackelig auf den Beinen. Der Meister Eder von der Beruhigungsspritze und der Pumuckl vom Fieber. Aber das Schlimmste war überwunden. Pumuckls Krankheit hatte sich in einen gewaltigen Schnupfen aufgelöst, der die Koboldsnase so rot werden ließ, dass sie beinahe auch dann noch leuchtete, wenn er unsichtbar war. Aber sie blieb fest angewachsen, was den Kobold außerordentlich tröstete. Als Dr. Schredelbach am nächsten Tag kam, war er sehr zufrieden mit dem Ergebnis seiner Behandlung. Er hütete sich, nach dem kleinen Puppenbett zu fragen. Das war zartfühlend. Und der Meister Eder hütete sich ebenfalls, ein Wort darüber zu verlieren. So ist alles gut geworden. Nur um Regenpfützen kann man den Meister Eder seitdem immer einen großen Bogen machen sehen. Es kann sein, dass er dabei vor sich hin lächelt.
Es kann aber auch sein, dass da ganz leise jemand kichert. Jemand, den man zwar nicht sehen kann, der aber einen noch größeren Bogen um die Pfütze macht. Der Pumuckl war wieder gesund. Aber dass er frieren konnte, solange er sichtbar war, diese unangenehme Tatsache war nicht aus der Welt zu schaffen. Der Herbst ging in den Winter über und es wurde draußen immer kälter und kälter und eine eisige Luft kam in die Werkstatt, wenn der Meister Eder die Türe oder das Fenster öffnete. Und da fing der kleine Pumuckl immer fürchterlich zu schnattern an. Nein, nicht das Fenster aufmachen. Bitte nicht, es ist so kalt. Ja, was mache ich denn bloß mit dir? Ich muss ja mal lüften. Leg dich halt inzwischen ins Bett. Ja, ja schon, aber ich müsste mich ja den ganzen Tag ins Bett legen. Es ist ja immer kalt. Also immer, du übertreibst. Mir ist so warm da herin. Ich kann Wärme gar nicht einheizen, sonst komme ich ja beim Arbeiten um vor Hitz. Setz dich doch neben dem Ofen. Aber ich kann doch nicht den ganzen Tag sitzen. Ich bin doch ein Kobold. Dann hüpf umeinander. Ich kann doch nicht den ganzen Tag umeinander hüpfen. Da tun mir ja die Beine weh. Ich kann nicht den ganzen Tag ins Bett liegen. Ich kann nicht den ganzen Tag hüpfen. Ja. Ich kann nicht den ganzen Tag sitzen. Ach, wäre ich nur wieder unsichtbar. Ich kann nur noch frieren. Ach, was mache ich denn bloß mit dir? Komm her, ich reib dich ein bisschen warm. Ja, aber du kannst mich doch nicht den ganzen Tag warm reiben. Natürlich nicht. Aber ich kann's doch auch nicht verantworten, dass du krank wirst vor lauter Kälte. Komm her. Ich bin ja schon da. Du müsstest einen Wollpullover oder sowas haben. Wollpullover? Na ja, so wie ich's auch hab, nicht? Aber meine Sachen passen dir ja nicht. Nein, sind mir ja zu klein, da verschwindest du ja drin. Ja. So was Kleines gibt's ja gar nicht, wo du reinpasst. Ja, vielleicht ein Mausepullover. Wo könnte man denn für dich einen Wollpullover herkriegen? Vielleicht würde dir ein Babyjäckchen passen. Nein, ich bin kein Baby. Ach, das macht doch nichts. Doch. Aber das Zeug ist immer rosarot und himmelblau und weiß. Lauter Farben, die du viel zu schnell dreckig machst. Ich kann doch nicht dauernd waschen. Nein, das kannst du nicht. Es müsste so eine gestrickte, warme Jacke sein. Ja, eine gestrickte, so wie meine dunkelgrüne, weißt du? Ja, wie deine dunkelgrüne. Mit sowas würdest du aussehen wie eine Puppe. Nein, ich will aber nicht wie eine Puppe aussehen. Aber frieren willst du doch auch nicht. Na also, aber Puppe, das ist eine Idee. In einem Spielzeugladen, wo es Puppen gibt, da könnten sie doch auch Jacken in deiner Größe haben. Oder Pullover, Puppenpullover. Puppenpullover für Pumuckl. Alle guten Sachen gehen mit Pu an. Und Pu, der Walm geht auch noch mit Pu an. Puh. Also, ja. Ich gehe jetzt gleich. Ja, geh schnell und hole pudelwarmen Puppenpumuckl-Pullover. Der Meister Eder ist also in ein großes Spielwarengeschäft gegangen. Da war eine große Puppenabteilung und es ist auch gleich eine Verkäuferin gekommen und hat gefragt... Sie wünschen, bitteschön? Ich möchte einen Pullover, ja, einen recht warmen. Ach, für eine Puppe, damit das Püppchen nicht friert. Ja. Ja, ich verstehe. Wie groß ist sie denn? Es ist keine Sie, sondern ein Er. Und der ist ungefähr so groß. Wohl eine Babypuppe. Da haben wir für die Größe einiges hier. Ja. In Himmelblau, wenn's ein Er ist. Nein, es ist kein Baby... Es ist schon ein Bub, sozusagen, ja. Und himmelblau darf's nicht sein, weil er das zu schmutzig macht, wissen Sie? Ja, dann muss es das Puppenmütterchen eben waschen. Nein, das Puppenmütterchen kann nicht waschen. Wissen Sie, mir wäre was Dunkelgrünes lieber, so eine Trachtenjacke oder sowas. Ja, aus Stoff haben wir schon was. Sehen Sie, sowas wie die Puppe dort anhat. Das ist viel zu dünn. Da friert er sich ja zu tot damit. Ja, das Puppenmütterchen scheint ja eine sehr lebhafte Fantasie zu haben. Also, wenn Sie dem Kind sagen, dass die Puppe damit nicht friert, dann friert die Puppe auch nicht damit. Doch, die friert schon, glauben Sie mir's. Haben Sie denn gar nichts so was Gestricktes oder was aus Lodenstoff? Lodenstoff, ja. Sowas. Ja, das Jäckchen hier ist aus einer Art Filz. Ah, bei dem dünnen Filz hat er ja die Ellbogen gleich durch. Ja. Aber ich denke, es handelt sich um eine Puppe. Schon, aber das ist eine bewegliche Puppe, wissen Sie? Also, ich kenne keine Puppe, die Ellenbogen bewegen kann. Aber, ja, leider, was anderes haben wir nicht. Was mache ich denn jetzt da? Naja, vielleicht kann das Puppenmütterchen selbst sowas stricken. Nein, das kann's bestimmt nicht. Oder eine Tante? Tante hat er keine. Ja, oder die Mutti.
Hat er auch keine? Oh, oh, verzeihen Sie. Das ist aber traurig. Ja. Ja, das tut mir so leid, dass ich Ihnen nicht dienen kann. Die Verkäuferin ist ganz betreten zurückgeblieben, weil sie nicht wusste, ob sie das arme Mutter- und tantenlose Kind bedauern solle oder ob nicht vielleicht doch der gute Meister Eder nicht ganz richtig im Kopf sei. Aber dem Meister Eder selbst war bei dem Gespräch eine Idee gekommen. Zwar hat der Pumuckl keine Tante, die ihm was stricken könnte, aber Frau Schröder im Vorderhaus, die strickte mit Leidenschaft. Und da der Meister Eder der Frau immer gefällig gewesen war, wenn es schnell etwas abzuhobeln oder zusammenzuleimen gab, so würde sie ihm ganz bestimmt den Gefallen tun und einen Pullover stricken. Schnurstracks ging der Meister Eder also zur Frau Schröder. Frau Schröder, ja? Ich habe eine Bitte, eine ganz komische. Sie stricken doch, oder? Ja, freilich. Brauchen Sie vielleicht einen Pullover, Herr Eder? Nein, ich nicht. Ich bräuchte einen ganz kleinen Pullover für meinen, also für ein Geschenk, ja. Er müsste nur ungefähr 10 Zentimeter groß sein, der Pullover. Nur 10 Zentimeter? Ja, für eine Puppe, wissen Sie? Aha. So ein Pullover wäre der größte Wunsch von meinem, von meiner Nichte für ihre Puppe und so einen netten Onkel möchte ich auch haben. Aber es wäre heute ein bisschen eilig, weil das ein schnelles Geburtstagsgeschenk ist. Mhm. Und ich wäre Ihnen so dankbar. Ich zahle Ihnen alles dafür. So wichtig ist Ihnen das. Ja. Ja, aber freilich mache ich das. So? Ich freue mich ja so über die Eckbank, die Sie gemacht haben. Mhm. Da werde ich wohl noch einen Puppenpullover zusammenbringen. Wann ist denn der Geburtstag? Ich müsste es heute so bald wie möglich haben. Sagen Sie, haben Sie Maße von der Puppe? Nein, aber die könnte ich kriegen. Die Puppe selber können Sie mir nicht herbringen? Nein, das geht nicht. Warten Sie, dann schreibe ich auf, was für Maße ich brauche, und sobald Sie mir die bringen, stricke ich's. Ah, da bin ich Ihnen aber schon so dankbar. Nicht der Rede wert. Also, die Länge vom Hals bis runter. Ja. Dann die Brustweite, die Halsweite und die Ärmellänge. Und aus einer recht dicken Wolle soll's sein. Recht warm und eine Farbe, die nicht schmutzt. Mhm. Grün, habe ich mir gedacht. Ja, das kann man alles machen. Ja? Mit einer dicken Wolle ist es in 2 Stunden geschehen. Also, da habe ich es Ihnen aufgeschrieben. Sie brauchen nur die Maße einzusetzen, ja? Ja, ich komme gleich wieder. Dem Meister Eder ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ein Pullover nach Maß für den Pumuckl, das war genau das Richtige. Er hat gleich angefangen, den Kobold nach Strich und Faden abzumessen. Nein, nicht. Na, nicht unterm Arm, da bin ich kitzlig. Jetzt halt dich still, ich muss deine Armlänge wissen. So, 5,5 Zentimeter. 5,5 Zentimeter. Ja, und jetzt die Brustweite. Brust, ja. Schnaufe mal tief ein. Ja. Ah, so, 18 Zentimeter Brustweite. Und jetzt die Halsweite. Ja. Am Hals bin ich auch. Jetzt gib Ruhe. Ich lass dich erfrieren, wenn du jetzt nicht stillhältst. Also Halsweite, 8 Zentimeter. Du drückst mir den Hals ab. Du hast aber einen kleinen Hals für deinen großen Kopf. Nimm lieber 9. Ja, wie man nur so einen winzigen Hals haben kann. So, das war alles. Und jetzt wird bald Schluss sein mit der Friererei. Frau Schröder hat noch am Nachmittag eine dicke grüne Wolle gekauft und noch am selben Abend den Pullover gestrickt. Ganz nach Meister Eders Maß. Und schon am nächsten Tag hat sie das Prachtpulloverchen abgeliefert. Als sie gegangen war, hat der Meister Eder gleich den Pumuckl gerufen. Pumuckl, komm vor hinterm Ofen. Ja. Der Pullover ist da. Ja, ich bin schon da. Oh, so. Ist da wieder kalt zur Tür reingegangen. Ja, jetzt probieren wir mal. Schnell den Pullover anziehen. Ja, halt. Ja. Zuerst mit den Armen rein. Mit den und Armen? Und dann mit dem Kopf. Ja. Und dann mit dem Kopf. Dann mit dem Kopf. Wo kann denn der Kopf raus? Ich finde keinen Platz mehr. Ja, da oben muss er raus. Wo ist denn oben? Wie, lass schauen. Das geht ja nicht. Wie? Mein Gott, der Kopf ist ja zu groß für den kleinen Häuserschnitt. Ja. Oh. Der geht ja nicht durch. Aber warm ist es da drin. Ja. Ich kann dich durch die Wolle richtig sehen. Ja. Aber das geht ja nicht. Ja, was machen wir denn da bloß? Ja, wir müssen das Loch größer machen. Dann geht der Kopf durch, weißt du, mit einem Bohrer vielleicht. Oder nein, mit einer Säge. Nein. Größer schneiden. Oder mit der Schere. Ja, den muss ich zurückgeben, damit Frau Schröder das ändert. Nein, den gebe ich nicht zurück. Ich will nicht mehr frieren. Ich will nicht. Pumuckl, ich will nicht frieren. Pumuckl, bleib da. Nein. Ich nehme ihn dir ja nicht. Kriegst ihn ja wieder. Die Frau Schröder muss oben bloß was auftrennen. Das ist ja leicht geschehen. Pumuckl! Ich sing jetzt
mal ein Lied, ja? Pass mal auf, ich sing ein Pulloverlied. Unterm Pullover zu singen, heißt er. Die Schere ist ein feines Ding. Holla hi, holla ho. Schneidet einen großen Ring in die schöne dicke Wolle, dass der Kopf durchgehen solle. Ja, ja, um Himmels Willen, was hast du denn jetzt da angestellt? Jetzt habe ich das Loch einfach größer geschnitten. Mir ist jetzt ganz schön warm. Ja, wie das ausschaut. Da laufen ja alle Maschen. Schneiden's nämlich schwer. Das geht doch jetzt alles auf. Nichts läuft. Nur ich kann jetzt fein herumlaufen. Ja, schau doch hin. Bis zur Brust runter gehen schon die Maschen. Nicht hinkommen. Es läuft immer weiter. Nicht weiterlaufen. Festhalten. Ach, du kannst doch nicht mit den Händen alle Maschen festhalten. Was man nicht festhalten kann, das muss man eben festkleben. Das habe ich bei dir gelernt. Weißt du, das ist ein Schreinermeistergesetz. Ach, geh her. Jawohl, wo ist der Leintopf? Ah, da ist der Pumuckl. Nicht Pumuckl. So. Lass das, Pumuckl. Masche ist festgeklebt. So, nochmal ein bisschen Leim. Hör doch auf. So, nochmal festgeklebt. Alles ringsum kleben, schöne Maschen heben. Ah, jetzt schmiert der sich überall den Leim auf den Pullover. Der wird ja hart wie ein Brett. Ah, jetzt ist alles hin. Alles hin, oh mei, oh mei, oh mei. Ja, der Pullover war gründlich verdorben. Das war natürlich traurig, denn der Pumuckl hat wieder erbärmlich frieren müssen. Der Meister Eder hat sich aber nun nicht mehr getraut, zu der Frau Schröder zu gehen und sie nochmals um einen Pullover zu bitten. Und so hat er hin und her überlegt, wen er denn noch kennt, der sowas stricken könnte. Und wie es der Zufall will, ist ihm die Hannelore begegnet. Sie hatte einen schönen, dicken Wollschal um den Hals und erzählte ihm voller Stolz, dass sie den selber gestrickt habe. Das war natürlich genau das richtige Stichwort für den guten Meister Eder. So schön stricken kannst du. Das ist ja großartig. Du sag, tätst du mir auch was stricken? Brauchen Sie auch einen Schal? Nein, ich bräuchte einen kleinen Pullover für eine Puppe. Kannst du sowas stricken? Freilich. Ja? Ich habe für meine Babypuppe schon eine Mütze und ein Jäckchen gestrickt. So? Das geht ganz leicht. Ich stricke furchtbar gern, wissen Sie? Ach, das ist ja großartig. Da fällt mir ein großer Stein vom Herzen. Wann könntest du denn damit anfangen? Gleich? Ja. Jetzt gib Acht. Der Pullover soll von einer dicken, warmen Wolle sein, dunkelgrün. Die kostet 2,50 Mark. Pass auf, ich gebe dir 5 Mark und den Rest darfst du für die Arbeit behalten. Einverstanden? Oh ja, gern. Aber lange Ärmel muss der Pullover haben. Die Maße schreibe ich dir auf. Und einen großen Ausschnitt oben, weil die Puppe einen so großen Kopf hat, weißt du? Die Wolle kann ich gleich holen. So? Und ich fange heute noch an. Fein. Den kann ich in einem Abend stricken. Und wenn du ihn mir bald bringst, dann kriegst noch eine Schokolade extra. Ach, das braucht's nicht. Doch. Ich bring ihn auch so ganz bald. Gut. Die Hannelore war wirklich voller Eifer. Und sie hat auch noch am selben Nachmittag angefangen. Und am Abend hat sie schon das Vorderteil und das Rückteil und einen Ärmel gestrickt. Das Vorderteil und das Rückteil hat sie auch zusammengenäht, den einen Ärmel aber nähte sie nicht mehr hinein. Das war ihr plötzlich zu viel. Morgen war ja schließlich auch noch ein Tag. Natürlich strickte sie auch den zweiten Ärmel nicht mehr, obwohl er ja nur 5 Zentimeter klein sein musste. Morgen, so dachte sie, würde sie bestimmt damit fertig werden. Der nächste Tag war wieder besonders kalt und der Pumuckl fror wieder, so oft ein Kunde die Türe aufmachte. Und da viele Kunden kamen, wurde es ihm überhaupt nicht mehr warm. Ich werde ein Eis zapfen. Jawohl, plötzlich bin ich ganz steif, noch viel steifer als der kaputte Leimpullover und ganz dünn und spitz werde ich sein und mausetot. Die Hannelore strickt ihn ganz schnell, wir sehen. Sie hat gestern noch damit angefangen. Heute Nachmittag nach der Schule wird sie ihn ganz bestimmt bringen. Wenn ich aber schon mittags ein dünner, spitzer Eiszapfen geworden bin... Bleib halt hinterm Ofen. Wirst schon noch aushalten bis nachmittags. Ich halte es vielleicht schon aus, aber ob es meine Zähne aushalten... Deine Zähne? Die klappern am die klappern am meisten, obwohl sie am wenigsten frieren. Hör mal. Nun ja... So laut haben die Pumuckl-Zähne auch nicht geklappert, dass man's bis zu euch hören kann. Aber ein bisschen schon. Es kam der Nachmittag, es kam der Abend. Aber der zweite Ärmel war immer noch nicht gestrickt. Hannelore hätte es selbst nicht sagen können, warum sie an den zweiten Ärmel nicht rangehen wollte. Aber ihr kennt das sicher auch. Plötzlich beim zweiten Ärmel oder beim zweiten Söckchen oder beim zweiten Fäustling verliert man die Lust.
und man verschiebt's auf morgen. Und nochmal auf morgen. Als der Pullover nicht kam und nicht kam, da wurde es dem frierenden Pumuckl zu dumm. Als der Meister Eder einmal gerade weg war, sauste er los. Und zwar schnurstracks in die Wohnung von der Hannelore. Und siehe, da lag der Pullover und der eine noch nicht eingenähte Ärmel. Der Pumuckl das sehen und schwupp weg damit. Das war eins. Und wie dann der Meister Eder zurückkam, was sah er? Einen vergnügten Pumuckl, der einen Pulli übergezogen hat mit einem losen Ärmel. Ja, Pumuckl, wie schaust denn du aus? Fein, was? Es ist ein Pullover mit Wechselärmel. Was? Also, wenn der eine Arm warm ist, dann ziehe ich den Ärmel aus und tue ihn an den anderen Arm, bis der warm ist. Und dann wieder an den einen, dann wieder an den anderen. Also, es ist wirklich sehr praktisch. Hat den Pullover die Hannelore so zurückgebracht? Nein, nein, ich habe ihn zurückgebracht. Was, also, er lag in einer Ecke. Er gehört ja sowieso mir, nicht? Das ist kein bisschen geklaut. Aber den musst du doch wieder hintragen, wieso? Damit die Hannelore ihn fertig strickt. Nein, nie, nie! Aber so geht's doch nicht. Wieso nicht? Ich habe ja die Hannelore schon dafür bezahlt. Die muss den fertig stricken. Aber ich will doch nicht vorher erfrieren. Nein, 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 nein. Das ist sehr praktisch so und schön warm. Aber das ist doch Unsinn. Ein Ärmel. Ein Ärmel? Du trägst ihn auf der Stelle wieder zurück. Nein, nein, das tue ich nicht. Pumuckl ist jetzt endlich so wohl und so mollig warm wohl. So Pumuckl, Pullover, Pudel wohl. Es war nichts zu machen. Der Meister Eder war zwar wütend auf die Hannelore, aber selber konnte er den Pullover nicht gut zurücktragen. Was hätte er denn sagen sollen? Der Pumuckl fror eben jetzt nur noch abwechselnd an einem Arm und er zog den ganzen Tag den Ärmel mal rechts, mal links an. Und er hatte mit seiner Meinung über Hannelore ganz recht. Sie dachte überhaupt nicht mehr an den Pullover. Das heißt, sie dachte schon manchmal mit schlechtem Gewissen daran, verschob aber den Gedanken immer wieder ganz schnell. 14 Tage vergingen, als sie von ihrer Mutter daran erinnert wurde. Du sag mal, was ist eigentlich aus dem Puppenpullover geworden, den der Herr Eder bei dir bestellt hat? Ach der, da fehlt nur noch ein Ärmel. Aber der Herr Eder hat dir doch schon so viel dafür bezahlt und er wollte den Pullover doch gleich haben. Schon, aber ich strick's ja schon noch. Wann? Später. Später? Was heißt später? Jetzt hast du doch Zeit. Aber ich möchte doch jetzt zu Inge gehen und mit ihr spielen. Nichts da, was man versprochen hat, muss man halten. Vor allem, wenn man auch schon den Lohn eingesteckt hat. Ich muss mich ja vor dem Herrn Eder für dich genieren. Ach, Mutti. Wo ist er denn überhaupt? Ich habe das Strickzeug schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Da, in meinem Schränkchen muss es sein. Hast du ihn rausgetan, Mutti? Ich? Nein, wie käme ich dazu? Aber er ist nicht mehr drin. Der Rest Wolle ist noch da, aber der Pullover. Na, bei dem Saustall da drin, da kann man ja nichts finden. Du räumst jetzt mal alles raus und dann sauber wieder rein. Dann wird er sich schon finden. Aber er fand sich natürlich nicht. Alle Schränke und Schubladen wurden ausgeräumt und wieder eingeräumt, aber das half nichts. Er war weg. Die Mutter war auf ihre Tochter sehr ärgerlich. Es war nämlich, ganz nebenbei bemerkt, keineswegs das erste Mal, dass die Hannelore etwas anfing und nicht fertig machte, ganz zu schweigen davon, dass sie etwas unauffindbar verlor. Die Mutter sagte also, so, du gibst mir jetzt das Geld, das dir geblieben ist. Davon wird neue Wolle gekauft und heute noch wird ein neuer Pullover gestrickt. Das wird sich doch noch eindrängen lassen. Aber Mutti, ich kann nicht. Gut, ich werde dir helfen, aber nur wegen dem Herrn Eder. Und dann hat sich eben die Mutter abends hingesetzt und den Pullover gestrickt. Und so kam's, dass der Pumuckl einen ganzen Pullover zu seinem Dreiviertelten dazu bekam. Der Herr Eder war ganz gerührt und hatte gerade zu tun, sich nicht zu verraten. Als die Mutter gegangen war, zog der Pumuckl gleich den Pullover an. Er passte. Und da sprang der kleine Kobold vergnügt herum. Oh, mir ist schön warm, mir ist schön heiß. Mir ist schön wohl. Na, da bin ich aber froh. Jetzt kann ich endlich wieder in Ruhe arbeiten. Und ich kann endlich wieder in Ruhe Sachen verstecken und Sachen hinunterwerfen und lauter solche Sachen. Na, 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 na.
Dazu braucht man keinen Pullover. Nun, dann kann ich ja endlich wieder auch was ganz anderes. Also ich könnte zum Beispiel... Ruhig sitzen zum Beispiel. Ja, das kann ich zum Beispiel auch. Und dann könnte ich dabei dichten. Also zum Beispiel ein Pullover-Gedicht. Mhm. Also dann pass mal auf. Ja? Also, ja. Warte mal, ich fange links. Links fange ich an. Ja. Links ein Arm und rechts ein Arm. Ist links mal warm, ist rechts mal warm. Doch am meisten wärmeln Pullis mit zwei Ärmeln. Ist das nicht ein gutes Gedicht? Und so waren alle sehr zufrieden. Bis auf die Hannelore natürlich. Die ist um ihre Belohnung gekommen. Aber zu Recht, finde ich. Denn Belohnung hätte sie ja nur verdient, wenn sie selbst und nicht die Mutti den Pullover gestrickt hätte. Der sichtbare Pumuckl aber hat jetzt mit dem dicken Pullover die Möglichkeit, ein ganz neues Gefühl kennenzulernen. Wenn er es mit seinen Streichen gar zu wild treibt, dann wird er ins Schwitzen geraten. Und das ist auch nicht angenehm, es sei denn, er zieht den schönen grünen Pullover dann schnell aus.